Wahnsinn. Das ist echt, wenn ihr das Video seht, dann macht man echt schon die Augen zu. Ja. Also wir sind ganz normal mit 75 km/h auf meinem Tacho 75, also der Lkw-Fahrer ist ja noch ein bisschen langsamer gewesen, auf der ganz rechten Spur gefahren und ohne Grund ist plötzlich die Ladung praktisch ja ganz nach links ausgewichen. Gott sei Dank, die Leitplanke hat das hier alles aufgehalten, weil sonst hätten wir ein Auto nochmal mitgenommen. Aber ist alles gut gegangen, Gott sei Dank. Also der Fahrer hat auch super reagiert, also von mir echt einen Daumen hoch. Fahrer, der gleich hier vorbeischießt. Respekt, Junge, du hast heute dein zweites Geburtstag und für mich ist es auch ein zweites Geburtstag, ja, weil ich stehe definitiv, Warnblinker sind an, Überholkennzeichen sind an, stehe noch in der Mitte. Warum er überholt, keine Ahnung. Ich denke, dadurch, dass er kurzzeitig noch im Auto sitzen geblieben ist, hat er wohl sehr viel Glück gehabt. Ja, da kann er von Glück reden, dass ihm da nichts passiert ist. Ich denke, wäre er ein paar Sekunden vorher ausgestiegen, hätten wir hier eine ganz andere Situation vor Ort. Ja, das ist natürlich nichts Alltägliches. Das ist schon eine Größenordnung. Ein normaler LKW hat 40 Tonnen. Dieses Teil hat 140 Tonnen. Das, denke ich, sagt eigentlich schon alles zum normalen Alltag, den man so auf der Autobahn hat, ne?